etwas passiert. Scheint eine Explosion gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Zu starten war scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmords... Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khaled Al-Assad, Friedenskommandant, der Verantwortliche für die Personal wird angewiesen, den IM-3 und den IM-3 zu überprüfen und den